Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zum neuen Star Wars, präsentiert dank des EA Game Changers Programm. Vielen Dank nochmal an EA für das zur Verfügung stellen von dem Spiel. Und wir holen uns eine weitere Trophäe, Zünglein an der Waage. Dafür braucht ihr die Magnetfähigkeit, denn erst wenn ihr die Magnetfähigkeit habt, habt ihr hier auch im Trainingsbaum die Möglichkeit, den entsprechenden Skill auszurüsten, den ihr braucht, um die Trophäe holen zu können. Also das ist schon mal relativ weit in der Story fortgeschritten. Also ihr habt die Magnetfähigkeit und könnt dann hier den Greifmagnet trainieren. Habt ihr gerade gesehen, habe ich hier gemacht. Der Greifmagnet, der zieht halt kleinere Gegner zu sich heran und größere Gegner bringt er ins Wanken. Und es gibt eine Besonderheit. Ja, bei Fröschen zieht er die Zunge raus und das wollen wir machen. Wir wollen die Zunge haben, denn nicht umsonst heißt das Ding Zünglein an der Waage. Wir befinden uns hier wieder auf Burgano, denn auf Burgano gibt es zum einen einen Boss mit Zunge. Wenn ihr den noch nicht gemacht habt, ist das der richtige Moment, das Ganze zu machen. Wir befinden uns hier sehr, sehr weit vorne am Anfang der Karte. Ich hoffe, ihr erkennt das. Ich habe sie leider dummerweise vergessen, hier einzublenden, aber das ist, ja, sag ich mal, wie gesagt, das ist der Startplanet. Die Stelle erkennt ihr auf jeden Fall. Hier gibt es drei Löcher im Boden. Und wenn man dann noch geschickt vorgeht und nicht so wie ich das eben gerade gleich machen werde, dann bekommt ihr dort auch die Möglichkeit, ja, dem Boss von oben schon mal berechtigt böse einzugeben, indem ihr halt diesen Sprungangriff von oben auf ihn drauf macht. Das werde ich gleich versammeln, aber es macht nichts. Ihr seht hier eigentlich genau, denke ich mal, einfach, wo ich hier bin. Hier ist der nächste Meditationskreis. Und an diesem Kreis, da machen wir hier einen Wall ran, dann da vorne einmal an die Lianen heran. Verlassene Werkstatt nennt sich das Ganze, glaube ich, hier vom Gebiet her. Aber ich zeige euch sowieso noch eine zweite Stelle, weil falls ihr den Boss schon weggemacht habt, dann ja, ne, ist er nicht mehr da. Und deswegen keine Sorge, hier da vorne sieht da schon unser Raumschiff. Also das ist wirklich ganz, ganz hier vorne direkt am Start des Planeten. Ich gucke gerade, unter welchem Löchlein versteckt sich der Boss. Das Loch ist es nicht. Dann ist es das dritte. Dort und da könnt ihr halt direkt eine Sprungattacke auf den Boss drauf machen, dann Viereck drücken und habt dann schon mal extrem viel heruntergehauen, aber irgendwie, ne, hab ich's versammelt. Wurscht, macht gar nichts. Wir warten jetzt drauf und jetzt einfach den Greifmagnet machen, damit zieht ihr ihm automatisch die Zunge raus. Ihr müsst also nicht irgendwie großartig abwarten, dass er die Zungenattacke macht, sondern ihr zieht ihm halt einfach, ja, einfach die Zunge raus, indem ihr den Greifmagnet nutzt. Mehr braucht ihr also gar nicht zu machen. Und wie gesagt, wenn der Boss schon weg ist, dann gucken wir uns gleich noch eine zweite Stelle an. Keine Sorge, dass er so schnell down war. Das war jetzt einfach nur deswegen, weil ich hier momentan auf Story spiele. Ganz einfach deswegen, da gehen die Guides am schnellsten. Und darauf kommt es ja an, so schnell wie möglich euch die Videos zu präsentieren, damit ihr dann auch halt, ja, euch die Trophäen so schnell wie möglich einverleiben könnt. Und deswegen würde ich den Bossfight jetzt nicht wirklich so weit bewerten. Gut, wie gesagt, vom Boss weg, wenn ihr den also schon weg habt, dann gibt es eine andere Stelle. Immer wenn ihr ja am Lagerfeuer oder sag ich mal hier an eurem Kreis ausruhen wählt, spawnen die Gegner ja neu. Und dementsprechend haben wir zu 100% hier eine Chance, immer den, ja, Dings zu haben, immer den Frosch zu haben. Hier haben wir nochmal einen Kreis. Hier können wir nochmal meditieren, wenn und ausruhen, falls ihr halt, wie gesagt, den Gegner momentan nochmal machen müsst. Verlassene Werkstatt, hier ist das Gebiet, verlassene Werkstatt, genau. Lag ich ja richtig mit meiner Vermutung. Dann einmal hier rüber nach oben klettern. Und hier, da kommen wir gleich hin. Ja, doch, ist richtig, Goody. Brauchst nicht nochmal umdrehen, ist richtig da vorne. Im Dunst da auf diesem kleinen See, da spawnt er gleich. Da ist er, da ist er, da kommt er aus dem Wasser gekrochen. Dann nehmt ihr euch den vor, zieht ihm wieder hier die Zunge raus, schlagt einmal zu, Zunge ab, Zünglein an der Waage freigeschaltet. So, mehr ist nicht zu tun, das war's hier schon. Ich hoffe, das kleine Video hat euch geholfen, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst den Daumen nach oben, da würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Verpasst hier weiter kein neues Video und vor allem schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich sag bis dahin, so long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.